Hallo aus dem kleinen Theater Bagterheide und herzlich willkommen zu einem improvisierten Experiment. In dieser besonderen Zeit ist ja irgendwie alles ein Experiment und irgendwie alles improvisiert. Die Improgruppe Damendram ist genauso wie alle anderen Improvisationstheatergruppen geht eine Art Symbiose ein zwischen der Bühne und dem Publikum. Leider fehlt heute das Publikum. Trotzdem möchten wir etwas Heiterkeit zu euch nach Hause bringen. Damit es trotzdem einen spontanen Charakter gibt, habe ich nicht nur die Damen heute dabei, sondern auch diese Bingo-Maschine. Hier drin sind 15 Kugeln, die sozusagen für die jeweiligen Inspirationen stehen, die ich mir ausgedacht habe. Und immer dann, wenn die Damen eine Inspiration benötigen, werde ich die Bingo-Maschine fragen. Das nächste Spiel ist die Altersolympiade. Das heißt, zwei Leute, die beiden dort, die werden pantomimisch einen Wettkampf machen und die beiden, die im Hintergrund sind, die Damen, die werden das kommentieren. Welcher Wettkampf das ist, das frage ich jetzt die Bingo-Maschine. Und es ist die 11. Und die 11 wäre Zwiebelschneiden. Wir zählen die Alltagsolympiade ein mit dem Zwiebelschneiden mit 3, 2, 1, los! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Finale der Weltmeisterschaften im Zwiebelschneiden. Auf der rechten Seite sehen Sie Dunja Wassileva aus Omyakon, Russland. Sie hat im Halbfinale ihre Gegnerin pulverisiert und sie tritt jetzt an gegen Sabine. Auf der anderen Seite sehen wir Rondia Romanow aus Polen, die amtierende polnische Siegerin, die immer noch für eine Überraschung gut ist, wie wir es beim letzten Mal gesehen haben. Ich höre das Startsignal, es geht los bei 3, 2, 1, los. Jawohl. Und Dunja und Ronja legen beide los in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Zuerst müssen die Zwiebeln natürlich geschält werden. Beide verwenden zunächst ähnliche Techniken, wie ich sehe. Sabine, hast du diese filigrane Technik schon mal gesehen? Also Dunja legt vor, die ist in einer Geschwindigkeit dabei, das habe ich bei ihr so noch nie gesehen. Sie ist schon am Schneiden und sie hat eine Technik, die sie wohl aus Russland mitgebracht hat, von ihrer Großmutter schon. Aber sie auch Ronjas polnische Technik, die hat sich gewaschen. Zuerst mit einer Art Hackmesser hat sie die Zwiebel grob vorgehackt. Jetzt greift sie zu einem noch größeren Gerät. Ich glaube, das ist eine Art wie ein Fleischklopfer, mit dem sie die Zwiebel jetzt zerstampft. Mit ihrer unglaublichen Kraft schlägt sie auf die Zwiebeln ein. Das Zwiebelwasser spritzt zu allen Seiten in ihre Augen rein. Bea, ich muss dich kurz unterbrechen, denn bei Ronja sehe ich gerade, dass ihre langen Fingernägel nicht umsonst da sind. Sie hackt mit allen 10 langen Fingernägeln durch die Zwiebel und sie zerteilt sie beidhändig. Sabine, ja, du meinst Dunja aus Russland. Dunja, ja, die Fingernägel, das habe ich bei der Probe schon gesehen, als sie sich vorgestellt hat, als alle Kandidaten vorgestellt wurden. In diesem Finale, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Dunja rührt die geschälten Zwiebeln. Auch ihr steigt der Zwiebelsaft in die Augen. Ronja, ich muss kurz runter reingehen. Ronja, holt aus und... Nein, das ist unlauter. Das darf ist man das nicht machen. Noch Fair Play? Ich weiß nicht. Sabine, guck dir das an, aber Dunja hat die Zwiebel gefangen. Mit der Hand, die schon von Zwiebelsaft trieft. Ihr macht dieser Geruch der Zwiebeln gar nichts aus. Sie hat schon als Kind ihre Augen mit Zwiebeln ausgerieben. Sie wirft die Zwiebel zurück. Aber der Schutz reicht nicht. Sie kriegt etwas ins Auge. Ronja hat den Zwiebelsaft ins Auge bekommen und taumelt fast blind. Man weiß nicht, ob sie den Wettbewerb noch weiter bestreiten kann. Sie taumelt, aber sie weiß sich dennoch zu helfen. Das ist eben Ronja. Sie ist hart im Nehmen, das kennen wir von Ronja. Sie hat im Halbfinale die Chinesin brutal niedergerungen. Sie bereitet eine neue Attacke vor. Was sehe ich denn da? Sie wirft spaltende Zwiebelhälften jeweils auf ein Auge von Dunja. Dunja ist nahezu blind, sie kann gar nichts mehr sehen. Sie tastet nach ihrem Messer. Blut in der Hand. Ist Dunja jetzt am Ende? Wird sie diesen Wettkampf weitermachen können? Ich weiß es nicht. Sie scheint relativ schwer verletzt zu sein. Da sieht Ronja ihre Chance.
und greift zu ihrem kleinen Ersatzmesser und wirft es auf ihren Fuß. In den Fuß, der ist festgetackert am Boden, da wird nichts mehr draus, sie wird sich nicht mehr wegbewegen können. Diese Position wird sie nicht mehr verändern können, sie muss sich irgendwie anders helfen. Aber Nein. am Ende zählen die geschälten und zerkleinerten genau, Zwiebeln. Genau, darum geht es, um die Menge der geschälten Zwiebeln. Ich sehe auf die Uhr, es sind noch ungefähr 30 Sekunden Dunja. Bis zum Ende. Aber Dunja ich sehe, hat etwas Dunja aufgeschraubt. Dunja hat etwas aufgeschraubt. Was versucht sie? Sie kippt, sie sprüht, sie... Oh, konzentriert das Zwiebelwasser in die Augen ihrer Konkurrentin. Die geht zu Boden. Schlag. Sie kann nichts mehr sehen. Sie geht zu Boden. Sie stürzt, sie schlägt ihren Kopf auf. Ich glaub, wir haben nur noch drei, ja, zwei, eins. Der und die Siegerin ist Dunja beendet. Aus Russland. Für das letzte Spiel werden hier einige Umbauarbeiten nötig sein, denn wir werden jetzt ein Interview hören und sehen. Und gerade sehen ist besonders wichtig, denn das wird pantomimisch dargestellt, hier gleich in der Mitte. Und zwar ist das ein Experte, der ein Tier gesehen hat, das eine besondere Tätigkeit hat. Das heißt, ich ziehe jetzt einmal das Tier. Das war dieses hier, das ist gleich rausgehoppelt. Das ist die Nummer 3. Es ist passend der Frosch. Und welche Tätigkeit dieses Tier sozusagen entwickelt hat und was der Experte gesehen hat, das ist hier die 8 und das wäre dann Fensterputzen. Das heißt, der Experte hat einen Frosch gesehen, der Fenster putzt. Und es wird simultan übersetzt. Wir klatschen zusammen ein mit 3, 2, 1, los! Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer Sendung Experten 2020. Ich möchte Ihnen erst einmal die Gebärdendolmetscherin Frau Hase vorstellen. Frau Hase wird alles für die Gehörlosen übersetzen, was sie hier hört. Frau Schweinsteiger, herzlich willkommen. Hallo, Frau Bauernfeind. Schön, dass Sie da sind, dass Sie kommen konnten. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Ich habe Sie heute hierher bestellt, weil Sie etwas Eklatantes, ich würde sagen, so eine Mordsache gesehen haben. Da möchte ich Sie darum bitten, dem Publikum das erst einmal zu beschreiben, um welches Tier sich das handelt, was Sie gesehen haben. Ja, es geht um einen Frosch, liebes Publikum. Und es ist nicht so, dass ich ihn nur gesehen habe, sondern ich habe Frösche gezüchtet, die besondere Fähigkeiten ausüben können. Nämlich, da bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Ja, zu Recht. Es ist so, ich lebe in einem sehr großen Haus mit sehr großen Glasfronten. Und mir ist aufgefallen, dass es eine ziemliche Arbeit ist, diese Fronten immer zu putzen. Und in meinem Garten leben einige Frösche und eines Tages ist mir aufgefallen, dass die Frösche immer sehr nah an die Scheibe kommen und auch daran kleben bleiben. Und dann dachte ich mir, wie wäre es denn, einen Frosch zu züchten, der auch Fenster putzen kann? Ich habe mir hier auf meiner Moderationskarte noch aufgeschrieben, dass Sie ja Mutter von 3 Kindern sind. Wie kriegen Sie denn da diesen Spagat hin, die Züchtung von Fröschen und gleichzeitig die Rolle der Hausfrau und die Rolle der Mutter gleichzeitig zu bedienen? Ja, also ich lebe ja nach dem Motto, man sollte auch mal alle 5 gerade sein lassen. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich teile mir das so auf. Von 8 bis 10 widme ich der Froschzucht und danach habe ich Zeit für meine Familie. Es ist ja inzwischen so, dass ich mir auch ein kleines Imperium aufgebaut habe, denn ich züchte die Frösche nicht nur für meinen Eigenbedarf, sondern ich expandiere weltweit und habe so kleine Frosch, man kann fast sagen Froscharmeen, die ich bataillonsweise verkaufe und die dann überall weltweit eingesetzt werden zum Fensterputzen. Ganz genau, ich habe in der Welt gelesen, dass es schwierig ist. Andere wollen natürlich jetzt auch diese Idee klauen. Wie schützen Sie sich vor dem Klau davor, dass sie wie Geier über Sie herfallen und Ihnen diese Idee stehlen? Ja, da habe ich natürlich gleich die Idee gehabt, meine Züchtung natürlich zum Patent anzumelden. Ja. Sie können sich vorstellen, dass die Geldgeber Schlange stehen.
die Erfindung ist jetzt geschützt durch ein Patent, Nummer 387 in der Urkundenrolle Patentamt Hamburg. Und seitdem muss jeder, der einen Frosch zum Fensterputzen benutzt, Tantiemen an mich bezahlen. Ganz genau. Also Frau Schweinsteiger, ich bin begeistert. Ich könnte hier Luftsprünge machen. Ich würde am liebsten, wenn Sie da vielleicht mal so einen dabei hätten, würde ich, wenn Aber Sie den vielleicht Frau vorführen. Bauernfeind, natürlich, für Sie doch gerne. Moment. Schauen Sie doch. So das ein ist der, kleiner Frosch? Ja, das ist der Urfrosch, praktisch der Vater der ganzen Froschzucht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier auf dem Boden sitzen. Und Sie sehen ja hier diese kleine Scheibe. Nein, er schlägt fast den Boden auf. Ich kann es mir nicht vorstellen. So ein kleines Tier bewirkt so etwas Großartiges. Mhm. Ja, jeder Frosch schafft seine kleine Fläche, aber Sie müssen wissen, Sie treten ja immer in einer ganzen, also in einer Art Armee auf und dann ganz ist genau. Jede Scheibe blitzblank und sauber. Also Frau Schweinsteiger, wenn Sie den jetzt vielleicht lieber doch noch mal einfangen, bevor er jetzt hier, ich sehe, er springt hier schon in der Gegend umher. Genau, ich würde sagen, ich höre nämlich hier auch gerade auf meinem Ohr, dass die Sendezeit begrenzt ist. Ein letztes Wort vielleicht noch an die Zuschauer zu Hause, was Sie als nächstes vorhaben werden. Haben Sie vielleicht zähneputzende Hamster? Haben Sie, haben Sie irgendwas im Petto? Ich habe das Gefühl, Sie machen sich etwas lustig, Nein. aber meine nächste Erfindung ist sehr praktisch, denn ich widme mich jetzt inzwischen der Krokodilzucht. Und zwar züchte ich Krokodile, die Zwiebeln schneiden können. Schluss mit den Tränen ist mein Motto. Sehr gut. Und das soll auch unser Schlusswort sein. Meine Damen und Herren, schalten Sie wieder ein, wenn wir bei Expertin 2020 wieder dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Dankeschön. Und nach Corona sehen wir uns hoffentlich hier im kleinen Theater wieder. Das war das Improvisationstheater Damendram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier könnt ihr das letzte Video sehen und dort könnt ihr den Kanal abonnieren.